So. Das. Ja, läuft. Wunderbar. Hallo Freunde, schönen guten Morgen. Ja, Mario ist da. Moin, moin, sei gegrüßt. Und, Martin ist da. Wunderbar. So, Bildton ist hoffentlich soweit alles in Ordnung, ja? Dann eben kurz Rückmeldung. Hoffe mal. Ich habe das Mikrofon extra hier hingestellt. So. Und zur Begrüßung möchte ich ja nicht vergessen, hier unser Lieblingslied zu spielen. Hallo, Freunde. Ist alles normal. Jawohl. Sehr gut. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht. Also ist total, bei mir ist überhaupt nichts los die Woche gewesen. Ah, guten Morgen, Magdalene. Schön, dass du wieder dabei bist. Bist du samstags mittags jetzt im Augenblick so mit Spanischkurs irgendwie ausgelastet oder so? Wär ja schade, wenn du nicht immer dabei sein könntest. Ah, Aufstellung für Sabell. Gegen wen spielt Huschi? Ja, alles machen müsst, ne? Wahnsinn. Oh, Carsten ist mal pünktlich. Schon guten Morgen. Ah, okay, ja. Die spielen ja öfter mal, das stimmt. Genau, also bei mir ist irgendwie quasi gar nichts los, deswegen, ich habe mir auch keine großen Notizen gemacht. Gibt schachlich nichts Spannendes. Wir spielen morgen einen Mannschaftskampf, ja. Da besteht die Chance eventuell, dass ich mitspielen könnte. Mal schauen. Ansonsten ist bei mir echt nicht viel los, ja. Deswegen können wir uns quasi heute voll und ganz auf die Schachstrategie konzentrieren. Und genau. Wenn von euch keine großen Fragen mehr sind, ob ja, irgendwas ist. In Magdeburg. Ja, dann hast du ja hier auch den Gunni und so ja vielleicht gesehen, Magdalene. Ja, und ein paar Leute. Ach, Urlaub in Magdeburg. Ja, schön. Hast ja auch die ganzen deutschen Superspieler gesehen, ne? Die Superstars. Hast du mal einen kennengelernt oder irgendwie angesprochen oder so? Hast du den Keimer mal im Hallo gesagt? Geheimvariante verraten oder so? Hallo Bernd, moin moin. Wie hast du denn abgeschnitten beim Turnier? Waren 11 auch für euch auch 11 Runden oder waren für euch nur 9 Runden in Anführungsstrichen nur? Ich habe da gar nicht viel von mitgekriegt. Erzähl mal, 50% sollten ja drin sein, ne? Mindestens. Mindestens. Ach, Gott, oh Gott. Oh, der Guni hätte aber zugewissen, du. ja, kannst du ja gleich noch mal kurz erzählen, ne? Wie du abgeschnitten hast. So, der Heiko ist auch da, schon guten Morgen. Und ich denke mal, ja, da ich dann sonst nichts Großes zu erzählen habe, können wir uns hier direkt mit Schachstrategie beschäftigen. Und ich habe euch hier wieder eine schöne Stellung mitgebracht. Ich weiß gar nicht, aus welchem Fragment die stammt. Habe ich natürlich wieder nicht dabei geschrieben. Doch hier, Gufeld gegen Kolarov. Odessa 1968. Aber das spielt auch keine Rolle. Ja, wir gucken uns einfach mal wieder schön gemeinsam die Stellung an, respektive ihr fangt damit an, tragt ein bisschen zusammen, was fällt euch auf? Wir spielen für Weiß aus weißer Sicht. Und ja, erstmal 3 aus 9. Okay. Ja, zweiter Platz. War auch gut. Gab es noch irgendwie so einen Ratingpreis, ja? War sehr gut. Und wie stark waren die Gegner so im Schnitt? Wenn du unter 1600 hast? Habt ihr alle nur gegen euresgleichen gespielt oder wart ihr dann komplett durchgemischt, dass ihr auch gegen höhere spielen konntet? So, genau, wir haben hier nur einziges offene D-Linie. Weiß hat etwas mehr Raum durch diese Bauern, ja, aber die schwarze Bauernstruktur ist natürlich auch sehr feste. Hier sind keine Bauernschwächen.
keine großen. Hm? Und auch ein Halt im Zentrum. Hat gut auf der D-Linie auch gegengehalten. Was fällt noch auf? Bauern ist gleich, das ist auch gut. Ja, ja, hier ist mal jetzt, sonst hatten wir öfter mal irgendwie so ein schwaches Feld oder sowas, ne? Und das ist hier erstmal so gar nicht gegeben. Achso. ne? Genau, also hier zum Beispiel, das Feld ist schön gedeckt von Schwarz. Das Feld auf D6, da haben wir aber auch keinen Bauern, zumindest im Augenblick nicht, oder irgendeine Kontrolle. Der Läufer G2 ist schwach. Ja, den können wir mal so machen, wenn der Mario will. Da, Jürgen, moin moin. Genau, ansonsten hätten wir trotzdem das Läuferpaar. Aber die Stellung ist relativ geschlossen und der Springer scheint ja auch. In geschlossenen Stellungen hört man ja immer wieder, ist der Springer ungefähr gleichwertig. Wir könnten diesen schlechten Läufer hier irgendwie versuchen zu aktivieren. Ja, dann hätten wir hier eine schöne Batterie. Und wenn der Springer hier tauscht, dann, gut, dann wäre dieser Springer auch weg. Auch nicht schlimm. Genau, dieser Springer selber ist natürlich nur dann gut oder besonders gut dann, wenn er Stützpunkte hat. Und hier hat der schwarze Springer auch keine wirklichen Stützpunkte. Schaut mal, hier auf C4 kann er nicht, auf D5 kann er nicht wegen dem Bauern. Er kann nicht nach E4 oder F4, ja, wie man das so gewohnt ist. Ja, so richtige Stützpunkte hat er keine. Auch sehr gut, ja, ja. Das reduziert die Stärke des Springers wieder. Wir könnten vielleicht auch mit A5 spielen und diesen Springer mal vertreiben, weil der kommt nicht nach vorne, der muss dann irgendwie zurück. Genau. Ja. Ja, wir sehen, heute ist etwas schwieriger, so von der, also ist nicht so ganz klar, dass wir hier sofort einen klaren Plan haben oder irgendwas, was ins Auge springt. Ne? Irgendeine Schwäche, die wir massieren können. Wer war's? Ich gucke gerade, irgendeiner hatte mit dem Läuferpaar schon angesprochen. Ach, Carsten. Wollte das Läuferpaar hier irgendwie aktivieren. Und wenn wir den Springer vertrieben haben, ja, dann steht der Läufer gerade ganz gut da. Vielleicht interessant. Ah, Merseburg. Dann wünsche ich einen schönen Urlaub, nehme ich mal an. Ja. Danke fürs Reinschauen. Lasse, moin moin. Ja, dieser Läufer. Ja, hat auch noch nicht so super viele Perspektiven. Und Bernd schlägt vor, vielleicht mit F2, F4 zu spielen und auf das Schlagen mit dem Läufer zurückzuschlagen. Du Glücklicher. Ich weiß gar nicht, wo Merseburg liegt. Klingt noch ein bisschen deutsch. So, der Lasse möchte wissen, ob jemand eine Buchempfehlung gegen Alt-Benoni hat. Ja, D4 und C5, so aus schwarzer Sicht. Da habe ich leider gar kein Buch, muss ich zugeben. Ich habe wenn dann dieses tschechische Benoni, ja, D4, Springer F6, C4, C5, D5, E5. Da habe ich ein bisschen Material mal zu gehabt. Ah, Magdalene. Ja, das ist eine gute Leistung. Alles klar. Sehr gut. Immer schön am Ball bleiben, hier mittrainieren wieder. Ne? Dann wird das auch demnächst wieder besser werden. Also nicht wieder, sondern noch besser werden. Wenn du jetzt schon eh zufrieden bist, super. Carsten sagt, er würde nicht F4 spielen, weil es den eigenen König hier so ein bisschen auf der zweiten Reihe und ne, ein bisschen schwächt, ja. Und eventuell dadurch vielleicht auch diesen Läufer. In einer Form wieder aktiviert.
Heiko möchte mit dem Läufer nach G5 gehen. Damit würde er um die D-Linie kämpfen. Ja? Denn der Läufer greift den Turm an, F7, F6 geht nicht. Und wenn der Turm tauscht, schlagen wir zurück. Dann hätten wir als, ja, die D-Linie. Ja, Opoli schreibt, steht Weiß nicht besser, weil der Springer B6 keine Perspektive hat. Ja, und schlägt A5 vor. Absolut, das wurde hier auch schon eben vorgeschlagen, weil der Springer irgendwie keine Stützpunkte hat. Ne? So haben wir es genannt. Absolut richtig. A5 ist ein Zug, der definitiv in Betracht kommt. Okay, sammeln wir weitere Züge. Läufer G5 wäre eine Idee und A5 definitiv. Ah, der Ludger schreibt, für Alt-Benoni gibt es Reloaded Weapons Benoni. Das sagt mir nicht das Buch. Müsste es nochmal googeln vielleicht. Nicht immer gut, wenn jemand irgendwie einen Tipp oder einen Hinweis hat. Ja? Immer schön helfen untereinander. Dafür sind wir hier. Genau, welche Züge könnten wir noch in Betracht ziehen? Also ich glaube, F4 sollten wir wirklich eher ausschließen, ja, den eigenen König, also zumindest noch nicht. Vielleicht können wir es ja mal irgendwann in Reserve halten, überhaupt keine Frage. Ja, auch H4 ist eine Option, ja, wir haben ja hier gelernt gegen diese Bianchetto-Struktur, ne? Vielleicht mal mit H5, vielleicht geht da irgendwas, ja, das vielleicht möglich. Absolut, Mario. Ja, sehr gut. Auch eine Option. Welche würde euch denn am besten gefallen und welchen Plan dahinter? Sag mal, wir könnten natürlich A5 spielen. Gut, dann geht der Springer nach C8. Dann sind wir aber auch noch nicht vom Plan her noch nicht weiter. Ne? Dann haben wir einen Zug gemacht. Ja, aber wir sind vom Plan noch nicht weiter. Wir wollen ja irgendwie einen Plan entwickeln. Also nicht nur ein einzügiger irgendwas drohen, sondern wir wollen ja einen Plan entwickeln. So einen Strategenplan. Und ich denke, ihr wisst, wenn man, wir haben keine Schwächen des Gegners, keine ganz großen zumindest, ja. Wir können die gegnerischen Figuren mit A5 ein bisschen zurücktreiben, okay. Aber was machen wir bei Schachstrategie im Allgemeinen, wenn es taktisch nichts zu tun gibt. Dann achten wir auf was achten wir dann? Ganz besonders zumindest. Dann darauf, dass alle unsere Figuren immer gedeckt sein müssen oder sollten. Darauf achten wir sowieso immer. Ne? Klar. Figuren verbessern. Sehr gut, Mario. Und wir hatten schon festgestellt, dass eine der Figuren nicht so gut steht. Ja, genau, Magdalene, sehr gut. F4, ja, könnte vielleicht auch mal der E-Bauer hier in Gefahr geraten oder so. Wir hatten schon festgestellt, dass eine weiße Figur vielleicht nicht so gut steht. Sehr gut, Heinz, jawohl, schlechte Figuren. Wir hatten eben diesen Läufer, ne? Auf G2 schon so ein bisschen, dass der nur hier hinter der Kette steht. Genau, den Turm A1, ja gut, den kriegen wir aber auch jederzeit, der ist halb im Spiel, der jetzt auf C1 oder steht. Manuel schlägt vor, dass wenn wir A5 spielen, diesen Springer vertreiben, dass dieser mit der schönen Route hier, zack, zack, vielleicht hier hinkommt. Will ich nicht ausschließen. Dauert ein bisschen, aber ist natürlich auch ein Plan für Schwarz, natürlich. Lass uns mal erstmal aus weißer Sicht gucken, weil wir können ja nicht immer alles Schwarze auch noch verhindern. Wir heißen ja nicht Karpov. So, Hopoli schreibt, der Läufer muss perspektivisch nach E2 oder C4, wenn Weiß mit H4, H5 kommen will. Ja. Hier würden wir den hier unterstützen oder auf dieser schönen Diagonale mit diesen Festungsmotiven. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diesen Läufer zu verbessern.
Gibt's denn genau, Magdalene, da hatte Carsten auch schon überlegt, den Läufer die Richtung hierhin, C4, da steht er sicherlich gut, gerade nach A5. Ah, jetzt kommt der Carsten, jetzt wird er wach. Sehr gut, Carsten. Und zwar gibt noch eine dritte Option, Freunde. Klar, der Läufer steht auf C4 auch gut. Nee, ist die Stellung ist ja auch keine Angriffsstellung, Manuel. Eine ganz normale Positionsstellung, wie sie in quasi in jeder zweiten Partie irgendwie vorkommt, ja. Wir haben eine völlig ausgeglichene Stellung, eine sehr symmetrische Stellung. Und der einzige theoretische Vorteil für uns in dieser Stellung wäre tatsächlich das Läuferpaar. Aber dieser Läufer ist natürlich sehr, sehr passiv. Und ja, der würde auf C4 gut stehen, überhaupt keine Frage. Bleibt die Frage, was mache ich von C4 aus? Ja, den F7, der ist ja immer hier relativ zuverlässig gedeckt. Weiteren Druck kriege ich da nicht so richtig drauf. Und deswegen, genau, Manuel, genau, gute Idee. Und damit kommt dann auch Carstens Idee wieder. Nämlich, dass wir versuchen, wenn wir Richtung Endspiel gehen, einfach mit dem Läuferpaar versuchen zu spielen. Das heißt, die Türme würden hier auf der D-Linie früher oder später, in welcher Form und Farbe auch immer, getauscht werden. Ja? Und jetzt möchte dann, genau, Bernd auch, sehr gut, jetzt möchten wir mit H2, H4 vielleicht, oder mit H3, H4, dem Läufer noch das Zusatzfeld H3 geben. Und hier auf H3, Freunde, schaut mal, sieht ihr hier auch nicht ganz schlecht aus, oder? Wir gucken auf D7, was die schwarze Figurenkoordination schon mal massiv stört. Wir verhindern, ja, sehr gut, Ludger, wir verhindern auch, da geht es jetzt noch nicht wegen der Dame, ne, klar, aber wir verhindern vielleicht potenzielles F7, F5, wobei, da komme ich gleich nochmal zu. Das wird wahrscheinlich auch für Schwarz, ist so ähnlich wie weißes F2, F4, ja, man schwächt sich so ganz massiv selber. Aber von H3 aus, Freunde, dieser Läufer auf dieser Diagonale, was macht er denn noch? Jetzt guckt noch mal gut hin. Und das ist dann Strategen, Visionen, Langzeitplan, Schach. Das ist das, was die Partien, zumindest auf späterem Niveau, sehr, sehr angenehm macht. Ja, das Feld D7, genau, wo mein Turm rein könnte, absolut. Wir gehen mal davon aus, dass das Schwarz vielleicht hier auf D1 tauscht und vielleicht auch den nächsten Turm nach D8 stellt. Und wir müssen uns also visuell mehr oder weniger darauf einstellen, dass die vier Türme bald vom Brett sein werden. Ah, guck mal hier, Carsten hat eine Idee. Und zwar auf Läufer H3, ja, greife ich das Feld C8 an. Das heißt, wenn ich A4, A5 spiele und der Springer muss nach C8, dann könnte ich den vielleicht tauschen, weil dadurch dann der A7 hier auf einmal in Gefahr gerät. Sehr gut gesehen. Jawohl, Hopoli auch, sehr gut. Und um das zu verhindern, müsste Schwarz vielleicht A7, A6 oder sowas spielen, was natürlich dann so die schwarzen Felder auch ein bisschen weiter mitschwächt. Ja. Das war schon mal ein, ja, also H4, H5 kann man drüber streiten, ob und wann man den macht. Aber H4 ist, glaube ich, grundsätzlich ein guter Zug. Aber wir haben noch eine zweite Idee von diesem Läufer auf dieser Diagonale. Die haben wir noch nicht erkannt, Freunde. Das ist wichtig, die müssen wir auch noch erkennen. Das mit dem A7 war schon sehr gut. Und auch in Verbindung damit, dass der A7 gerettet ist, wird Schwarz vielleicht A7, A6 spielen. Was bedeutet das? Schaut mal auf den Damenflügel. Die schwarzen Felder werden zum Problem. Ja, ja, nach A6, absolut. Das ist das eine Problem. Aber da gibt es noch ein Problem. Ja, ein Bauer mehr, Magdalene. Also viel mehr wird man nicht erreichen können in der Stellung. Ja? Also den Bauern nehmen wir gerne mit. Das wäre
Läuferpaar ist ja nur, also ist ja deswegen so stark, weil wir die Möglichkeit haben, jederzeit den Vorteil des Läuferpaares in einen anderen Vorteil umzuwandeln. Zum Beispiel Bauerngewinn. Ja, Freunde, ich kann euch verraten, wir spielen gleich H3, H4. Das ist der Partiezug. Sehr gut gesehen. Ich glaube, Carsten war der Erste, aber viele andere hatten auch die Idee. Aber wir müssen noch die Gewinnidee, naja, die Gewinnidee ist übertrieben, aber eine ganz massive Idee, die dahinter steckt. Die habe ich noch nicht gesehen im Chat, Freunde. Gibt's doch nicht. Können nicht alle so blind sein. Anspornen. Freunde, guck doch mal hin. Was ist denn hier gerade? Wenn nach A7, A6, ne? Wenn hier drei Bauern da stehen. Das muss doch, das ist doch. Kriegen vielleicht die D-Linie mit Läufer B6, kriegen wir vielleicht irgendwann, ja? Das Feld C8 decken, ja. Gibt's auch nicht, Freunde. Ist das so trivial, zu einfach? Gibt's doch nicht. Also da, uiuiui, jetzt bin ich aber irritiert. B4, B5 ist vielleicht nochmal ein Hebel, ja. Der Läufer kann nach B6, absolut, hatten wir auch schon. E5 ist vielleicht ein Hebel, kann man sich überlegen, würde ich vielleicht aber auch eher nicht machen. Aber gucken wir gleich noch. Potenziell ist es ein Hebel, natürlich. Aber Freunde, das gibt's doch nicht. wir haben doch einen weißfeldigen Läufer auf H3 stehen, richtig? Davon reden wir. Und wir haben drei Bauern von Schwarz auf den weißen Feldern stehen. Auf A6, auf B7 und auf C6. Also verstehe ich nicht, dass keiner, vielleicht ist das zu trivial, Schwarz hat ja diesen weißfeldigen Läufer nicht mehr. Ne? Das heißt, wenn die Türme getauscht sind, vielleicht die Dame getauscht sind, ne? Guck mal, der Läufer kann die Bauern nicht decken. Das geht nicht. Wenn überhaupt, kann nur der Springer irgendwie versuchen, diese Bauern hier irgendwie gedeckt zu halten, ja. Wie auch immer. Aber, genau, Mario, wir können diese Bauern angreifen. Natürlich. Mit unserem weißfeldigen Läufer. Wir tauschen alles weg. Ja, mal bildlich überlegen. Wir tauschen alles weg. Die Bauern hier sind festgelegt auf weiß. Wir haben ja schon A5 gespielt. Und Mario, sehr gute Idee. Von Manuel. Manuel, sehr gute Idee. Dass wir diesen Bauern auch noch auf C5 stellen. Damit haben wir nämlich diese Bauern wirklich auf Weiß komplett endgültig fixiert. Dann stellen wir den Läufer nach C8, holen uns die Bauern ab und rennen mit den Bauern durch. Hä? Eieiei, Freunde. War das denn jetzt so schwer? Gibt's doch nicht. Oder war das zu einfach, zu trivial? Amoroso, moin moin. Guck mal, extra für dich jetzt hier, guck mal. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Liebe, es du Arsch! Friedhelm. ja, die ganzen Vorteile, die ihr so nennt. Ja, wir müssen den ja nicht tauschen. Die Drohung war zu tauschen, um den A7 zu gewinnen, Magdalene. Aber wenn der hier den Bauern nach A6 stellt, ja? Dann tauschen wir den doch nicht. Dann wofür sollen wir den tauschen? Dann können wir mit dem schwarzfeldigen Läufer ja nichts mehr gewinnen. Ja, und dann behalten wir das Läuferpaar natürlich. Doch klar. Ja? Ah, Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall, wir haben eine Strategie, wir haben ein Ziel, auch wenn es irgendwie in 10, 15, 20 Zügen ist oder so. Aber wir haben schon mal eine Schwäche und irgendwas, worauf wir spielen können. Alles klar. Deswegen, H4, genau der richtige Zug, ja, mit dem Läufer hier irgendwie mal gucken gehen. Oh. Manuel, danke für den Hinweis. Eine Chatverzögerung von 3 bis 5 Minuten. Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich. Eben habe ich noch die Rückmeldung bekommen, dass alles normal ist. Manuel, ansonsten gerne mal F5 drücken oder so, ja? Oder neu rein, also raus, neu reinkommen oder so.
haben noch mehr eine solch große Verzögerung. So Gefühl vom Chat, was ich ja mit euch hier so kommuniziere, ist die Verzögerung normal, die 10 Sekunden so in etwa. Hm? 3 bis 5 Minuten geht nicht. Das ist ja der, geht ja gar nicht. So normal, ne? 10 Sekunden, genau. Hallo Akuna, schön, dass du reinschaust. Also ich meine auch, wir hätten es mal getestet, so, ich habe alles runtergestellt an Frames und dies und das, dass wir so in etwa bei 10 Sekunden angekommen sind. Ist immer noch kein Vergleich zu Twitch, wo es ja so 2-3 Sekunden sind. Ne? Aber immer noch besser als früher hatten wir mal 20 Sekunden oder länger. Von daher, Manuel, schau mal, ob das könnte an dir liegen. Ja, einfach mal F5 drücken oder wie auch immer. Alles klar. Ich warte mal eben eine Sekunde, bis der Manuel vielleicht F5 gedrückt hat oder so. Ja? Und bevor wir weitermachen. Weil dann ist der natürlich jetzt hier auch ein ungleichfarbiges Läuferendspiel ist inakzeptabel. Ja, das gucken wir gleich mal. Grundsätzlich okay. Nee, ich denke auch, ne? Okay. Dann ist bei Erich auch eine normale Verzögerung. Ein paar Sekunden halt. Ungleichfarbige Läufer ist inakzeptabel. Wenn wir diese 3 Bauern gewonnen haben, ja, dann wäre mir ungleichfarbigen Läufer relativ egal. Dann renne ich mit dem Bauern durch. Ja. Kommt natürlich auf die Konstellation an, aber man kann es nicht trivial verfluchen, ein ungleichfarbiges Läufer-Endspiel. Ja. Deswegen. Alles klar, Freunde, wir machen weiter. Schwarz hat in der Partie hier abgetauscht und Turm D8 gespielt. So wie wir das auch vorhergesehen haben. Schwarz versucht einfach durch den Tausch massiv sich zu entlasten. Und alles klar. Und jetzt spielen wir A4, A5. Auch das hatten wir schon gesehen. Der Springer zieht weg. Absolut, Carsten. Ungleichfarbige Läufer bedeutet nämlich immer, du kannst auf der Felderfarbe angreifen, die dein eigener Läufer hat. Ja, in dem Fall sagen wir mal, wir tauschen alles ab und behalten unseren Weißfeldigen und der hält seinen Schwarzfeldigen über. Dann könnten wir, wie auch immer, über die weißen Felder, wo auch immer, angreifen und der Gegner kann sich auf diesen Feldern nicht verteidigen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Das hat nichts mit Remis zu tun. Dieses Vorurteil entsteht natürlich daraus, dass, wenn, sage ich mal, lange Bauernketten ineinander verschachtelt sind, und dann hat man immer die Läufer der eigenen Farbe und so, dann ist Remis, klar. Aber bis es soweit ist, da dauert noch ein paar Jahre. Alles klar, Freunde. Und wir machen tatsächlich Läufer H3, absolut. Und haben jetzt die Drohung auf A7 zu nehmen, was wir eben auch gesehen haben. Freunde, super. Wir hatten eine sehr gute Vision. Schwarz spielt A7, A6, um diesen Bauern zu denken. Ja, Erich, Moment, wo war's? Achso, Moment, Turm D1. A5. Achso, okay. Ist dann nicht aber auch der, Erich möchte hier spielen. Zack, und Springer C4. Ist dann nicht der A7 weg, weil der Bauer das Feld ja hier mit blockiert. Das heißt, unser Läufer ist nicht in Gefahr. Und grundsätzlich erstmal haben wir einen Bauern gewonnen. Das ist noch alleine nicht viel und auch alleine noch nicht gewinnbringend, aber schon mal ein guter Anfang, Erich, oder? Bauer ist Bauer. Plus Läuferpaar haben wir immer noch. Das möchte Schwarz vermeiden, Bauernverlust. Das möchte er nicht. Ja? Da hat Schwarz nichts, wo er konkret jetzt drauf spielen kann, eben Kompensation ergibt. Deswegen hat er A6 gespielt. Aber A6 legt, wie gesagt, eben auch diese Bauern auf Weiß fest. Hm? Alles klar, Freunde. Und jetzt, glaube ich, kann euch sagen, er hat hier selber getauscht. Aber er hatte eine Idee dabei. Wir konnten ja diesen Tausch langfristig sowieso nicht verhindern. Aber Weiß hatte eine Idee dabei. Und die wollen wir uns jetzt mal raussuchen. Unser Langziel
ja, unser Langzeitprojekt, den Läufer vielleicht mal irgendwann hier hinzukriegen, den haben wir. Ne? Heißt, jetzt müssen wir versuchen, mit kleinen Schritten irgendwie in die Richtung zu kommen. Und jetzt haben wir aber dem Gegner erstmal die D-Linie gegeben. Oh, das ist ja, machen wir ja eigentlich nicht so gerne, oder? Was ist jetzt ganz wichtig, Freunde? Und da ist ja auch gerade, wenn man Partien von Karpov guckt, der macht natürlich immer Musterbeispiele. Worauf achtet Karpov immer besonders? Mario, kommen wir sofort zu. Worauf achtet Karpov immer in seinen Partien? Er hat ein langfristiges Ziel, er hat die Schwächen B7, A6 ausgemacht. Die können nicht mehr wegrennen. Ja? So. Was ist jetzt entscheidend, wenn unsere Stärken langfristig auf dem Brett bleiben? Oh, Carsten, sehr gut. Gegnerisches aktives Spiel vermeiden. Ja, also Aktivität und Gegenspiel allgemein. Und die Dame könnte zum Beispiel nach D3 reinkommen. Dann würde sie sehr, sehr aktiv stehen. Vielleicht mal auf den E4 und dann würde sie auch C4 verhindern und wenn hier so eine Dame aktiv ist, man weiß ja nie so genau. Ne? Da muss man immer aufpassen. Ja, diese Mattbilder hier mit Läufer G5 und so, ja. Manuel, hebt ihr die mal für später auf? Mhm. Dame D1 würden wir jetzt hier, glaube ich, nicht spielen, weil die Dame einfach hängt. Magdalena? Die Grundidee, Dame tauschen und dann mit dem König ran irgendwie, ja, ist nicht schlecht. Genau, also Ho-Poli, Prophylaxe, das ist natürlich Karpovs großes Steckenpferd. Ne? Ja, den Läufer jetzt wieder umzugruppieren, dann hätte es ja keinen Sinn gemacht, den jetzt erstmal dahin zu stellen. Ne? Wie verhindern wir denn jetzt hier solche Aktionen wie Dame D3? Das ist ja die erste Frage. Könnten Läufer F1 spielen? Oder den Läufer wollen wir da auf H3 stehen lassen. Wir könnten damit C2 spielen. Ja, absolut. Was wäre noch eine Möglichkeit? Und da kommen wir wieder zu Marios Idee, vielleicht. Dame C4, dann geben wir das Feld D1 ab. Ja? Dann ist die Dame auch drin. Wie viel? Oh, guck mal, mein Namensvetter ist da. wie viel Schaden die Dame jetzt im Augenblick konkret anrichtet, lassen wir mal dahingestellt. Aber Zug C4, einfach nur den Bauern dahin zu stellen. Mario hat ja, oder wir hatten ja auch eben schon diesen langfristigen Plan, dass wir unseren Bauern irgendwann auch mal nach C5 bringen wollen, um eben diese Bauern total zu fixieren. Und nach C4 sehen wir, die Dame deckt hier das Feld D3 und E1. Der Läufer deckt diese beiden Felder. Der Bauer deckt das Feld. Ja? Das heißt, die schwarze Dame kommt zumindest erstmal überhaupt nicht in unser Lager rein. Und deswegen C4. Ne? Ich habe es hier nochmal demonstriert. D4 jetzt als Schwäche. Genau, das ist natürlich jetzt eine Thematik. Ich mache die mal weg. Mit D4. Wenn der Springer jetzt da irgendwie reinkäme, wie auch immer, so, könnte das natürlich ein starkes Feld für den Gegner werden. Aber der Springer auf D6, auf C8, wie soll der da hinkommen? Ich erkenne noch keinen Weg. Allein bis E6 sind schon 4 Züge. Ja, und so viel Platz hat er gar nicht zu manövrieren da oben. Hm? Ding. E4 ist angegriffen, falls C5 kommt. Den verstehe ich nicht, Manuel. Wieso ist der E4 angegriffen? Ja, Carsten, da hast du recht. Und wir müssen uns, aber das hatte sich Weiß hier schon vor,
vor Turm D8 überlegt. Er hat gesehen, er möchte den Turm tauschen und kann hier C4 spielen, weil jetzt Springer D6 einen Nachteil hat. So, den müssen wir natürlich jetzt auch nochmal eben rausfinden. Ja, Magdalene, du hast recht. Kurzfristig müssen wir den Bauern gedeckt halten. Das ist eine sensible Stelle, gebe ich dir absolut recht. Aber wenn der eben angegriffen ist, oder der ist ja verteidigt auch und nicht weiter angegriffen werden kann, dann, ja, eine Schwäche ist ja nur eine Schwäche, wenn sie angegriffen ist. Ne? Und wenn wir zu C4, C5 irgendwann kommen, ja, ist dieser Läufer komplett ausgeblockt und auf dieser Diagonale passiert gar nichts mehr. Ja? Und der Läufer kommt ja hier wegen seinem Bauern auch nicht irgendwie, er kommt nicht irgendwie hinter unsere Bauern. So, und ihr habt genau Springer D3, Dame, Springer D6, Dame D3. Sehr, sehr guter Zug. Und folgende Variante, ja, jetzt droht vielleicht auch mal C4, C5 und die Dame ist dahinter gefesselt. Also der Springer ist gefesselt. Und wenn die Dame wegzieht, dann können wir hier C5 tatsächlich spielen, dem Gegner zwar dieses starke Feld geben, aber wir haben jetzt Dame D7. Wir verteidigen oder wir tauschen den Verteidiger des Feldes C8 ab. Und jetzt sind wir schon ganz, ganz nah dran an dem, was wir uns visuell vorgestellt haben. Ja, wir tauschen die Dame ab, ob wir tauschen lassen oder selber tauschen, spielt keine Rolle. Und dann zieht unser Läufer nach C8, holt sich alle Bauern ab. Oder zumindest ein bis zwei Bauern. Ja? Unsere Bauern hier hingegen, gerade der B4, ist nicht wirklich angegriffen. Also der Läufer E7 ist ausgesperrt und der Springer kommt ja auch nicht an unsere Bauern ran. Jetzt nehmen wir mal an, nur als Beispiel, wir wollen überlegen, ob der Springer nicht nach A2 kann, um hier B4 zu schlagen, Freunde. Welches Motiv, das wir uns auch schon angeguckt haben, welches wir kennengelernt haben und welches wir quasi instant jetzt aus dem Kopf heraus was aufleuchten müsste in dieser Stellung, wenn der Schwarze mit Springer A2, B4 versucht, unseren Springer, hier unseren Bauern zu fangen und zu schlagen. Welches Motiv leuchtet jetzt sofort auf, instant? Ja, bravo, Hopoli, Erich, Simon, jawohl, bravo. Und zwar, Figur fangen hatten wir doch auch schon mal. Ne? Das, sagen wir, wir spielen so und so. Also, lass mal den mal eben dahingestellt. Wir wollten jetzt nur eben hier gucken. Ein Springer am Rand, ja, kann dominiert werden von unserem Läufer. Und jetzt ist der Springer gefangen. Der kommt hier nie wieder raus. Alles klar. Heiko, schönen Samstag dir. Genau. Und ja, dieses Motiv hat man ja automatisch immer noch im Hinterkopf. Da sieht man, dass der Schwarze einfach an unsere Figuren überhaupt nicht rankommt. Und von daher, diese Abwicklung nach Springer D6 mit Dame D3. Und ja, ist einfach schon sehr, sehr gut für Weiß. Da kann sich Schwarz nicht drauf einlassen. Deswegen kam in der Partie auch ein anderer Zug, nämlich Springer E7. Okay. Jetzt habe ich mir wieder hier hier ist wieder eine spannende Stellung. Was ist denn jetzt passiert? So rein grundsätzlich durch unsere Bauernstruktur haben wir verhindert, dass das ja die gegnerische Dame hier eindringen kann. Hm? Aber wir wollen ja irgendwann auch mal unsere Figuren mal wieder nutzen, um die irgendwie zu aktivieren, ja, und so weiter. Versuche ich euch auf einen schönen Plan, ein Manöver hinzuweisen. Läufer B6 ist absolut spielbar, natürlich. Greift die Dame an, ja, ist natürlich einzügig. Und nehmen wir an, der Gegner sieht das. Ja. Das Feld D2 ist dadurch schwach geworden. Kann die Dame sich aktivieren. Das wollten wir ja nicht. Wir wollten die schwarze Dame raushalten aus unserem Lager. Dame C2 können wir natürlich spielen, aber hat jetzt auch keinen größeren Plan. Ne? Ja, und dann Läufer B6. Okay. Mhm. Könnten Läufer C5 versuchen, hier irgendwas zu tauschen, damit wir hier nach den
den E7 tauschen, ja, damit wir hier oben auf C8 reinkommen. Ja. Auch möglich. Aber Carsten hat eine. Oh, Wahnsinn, Carsten, ich muss mal einen Applaus geben hier. Achtung. Carsten hat eine gute Idee. Und zwar ist unsere Dame und der Läufer ja so an diese drei Felder gebunden. Ja. Dadurch können wir quasi diese beiden Figuren nicht so richtig frei aktivieren. Und Carsten sagt sich jetzt, guck mal hier, ich habe da noch einen König. Den stelle ich jetzt nach E2 und damit habe ich alle drei Einbruchsfelder hier unter Kontrolle. Und damit kann ich mal zumindest irgendwie die Dame oder sonst irgendwie aktivieren, zum Beispiel mit Dame D3 versuchen, einen Tausch anzubieten, ja, und so weiter. Und das heißt, die nächste Figur, wir kommen ja Richtung Endspiele. Und da wissen wir, der König will ja sowieso irgendwie aktiv sein. Ne? Erstens das. Zweitens kann der König natürlich auch ein guter Verteidiger sein von Einbruchsfeldern. Ne? Absolut. Und sehr gut, Carsten. König F1 wurde hier auch gespielt. Bravo. König G7 und König E2. Genau, jetzt haben wir eben zum Beispiel D1 oder D3 hier so abgedeckt. Ne? Und es kam H7, H6. Alles klar, Freunde. Jetzt seid ihr wieder dran. Jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht. Wir haben die schwarze Dame quasi langfristig daran gehindert, bei uns reinzukommen. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ich weiß gar nicht, wie die Großmeister das immer machen, ja. Die kriegen das irgendwie immer hin, dass der Gegner kein Gegenspiel hat. Das ist faszinierend. Mir gefällt das, ja. Aber in unseren Partien, da steht das Brett immer in Flammen und jeder droht alles und so. Oh. Ja, genau. Die weiße Dame ist jetzt frei. Natürlich können wir Läufer B6 spielen. Überhaupt kein Problem. Ist vielleicht auch kein schlechter Zug. Ja? Aber grundsätzlich ist unsere Dame frei. Wo wollen wir denn oder wo könnten wir denn die Dame mal hinspielen? Dass wir einen Fortschritt machen. Ja, Dame D3 ist definitiv ein interessanter Zug. Die Idee ist, die Dame zu tauschen. Mhm. Ah, Manuel hat noch eine Idee. Ich möchte die Dame nach C3 stellen. Jetzt greifen wir erstmal den E5 an. Der muss ja auch erstmal gedeckt werden. Und der König steht ja auch in dieser Diagonale jetzt drin. Ja, dass vielleicht jetzt wirklich irgendwann mal dieser Zug mit F4 wirklich mal in Betracht kommt. Hm? So, und den hier zu decken mit F7, F6, das würde diesen Läufer natürlich unglaublich freuen, weil dann die weißen Felder hier noch mehr geschwächt sind und der Läufer noch aktiver und noch freier und das auch noch im gegnerischen Lager. Ja, das wäre natürlich traumhaft. Und ihr seht, Schwarz hat kein Gegenspiel und jetzt die ersten kleinen, ja, wir haben hier jetzt, also auf B7 ist eine Schwäche. Jetzt haben wir den E5 auch noch als Schwäche so ein bisschen rauskristallisiert. Genau, dann greifen wir den hier an. Absolut. Und jetzt muss Schwarz ja auch irgendwie gucken, wie er den gedeckt hält. Wa? F6 macht man extrem ungern. Extrem ungern. Ne? Wegen den weißen Feldern. Hm? Also bleibt fast nur Dame D6. So. Jetzt ihr wieder. Ja, Magdalene, sehr guter Vorschlag. Ich gehe mal eben 2-3 Züge zurück. Hier König E7, er wollte wahrscheinlich aus dieser Diagonale raus. Vielleicht hat er überlegt, mal irgendwann F5 im Auge zu haben oder so. Ein Plan wäre zum Beispiel auch H7, H5 gewesen. Den König nach H7 zu stellen, um eben diesen Läufer, der ja auch nicht so richtig wirklich mitspielt, nach H6 zu stellen und vielleicht mal zu tauschen. Ja? Das wäre ein aktiver Plan gewesen. Für Figurenverbesserung. Sehr gut, Magdalene. Bravo. Löst natürlich grundsätzlich nicht die Probleme des Bauern B7, aber immerhin, wenn wir diesen Läufer hier gegen den Läufer getauscht haben, könnte dieser Läufer sich ja eben nicht mehr gegen den Springer tauschen, zum Beispiel. Wodurch das Feld C8 als Einbruchsfeld nicht mehr gedeckt wäre.
Also interessant, sehr gut, Magdalena. Mhm. So, Moment, wir hatten den und AC3. F. Ah. So, jetzt könnten wir den Läufer aktivieren nach C5, absolut. Das könnten wir dieses Tempo mitnehmen. Ja, ja. Welche Alternativen haben wir? Und ich muss mal eben schnell, einen Schluck trinken. Entschuldigt mich. So, da sind wir wieder. Carsten und Manuel, genau, haben jetzt als Alternative jetzt auch wirklich F4 und Hopoli auch, jawohl. Denn jetzt haben wir, F4 ist natürlich immer, klar, eine Königsschwächung, aber wir haben eben auch jetzt hier konkret keine schwarzen Figuren um den weißen König, dass der König irgendwie in Gefahr gerät. Wir hätten C5 als Option, um den noch weiter einzuschnüren, absolut. F4 ist jetzt aber auch eine ganz konkrete, wir drohen jetzt auf E5 einfach den Bauern zu gewinnen und wie soll wie soll Schwarz den denn decken? Ne? Schon nicht so einfach. Schlagen kann er nicht. Ne? Und decken kann er fast nicht. Und deswegen absolut, ja. F4. Sehr gut, ja. Jetzt den konkreten, weil wir jetzt drohen wir ja auch einen Damentausch mit Bauern gewinnen dabei. Ja. Woran scheitert König F6? Wir kommen gleich dazu. F6 kam in der Partiekasten. Woran scheitert König F6? Das ist relativ hoffentlich ziemlich einfach. Kommen die ersten Vorschläge. Warte noch mal eben eine Sekunde. Andere sind vielleicht nicht so schnell mit dem Schreiben, ne? Aber haben es vielleicht auch gesehen. Läufer C5 ist eine Idee, ja. Ja, aber die meisten haben gesehen, dass hier F schlägt E jetzt hier ganz konkret eine Gabel auf Dame und König ist. Die Dame muss ja schlagen. Und deswegen, dann kann Läufer D4 kommen. Jürgen, schau mal. Ja, das ist natürlich besser als Läufer C5. Hm? Okay, deswegen geht König F6 hier schon nicht. Und deswegen muss F7, F6 kommen. Und das ist natürlich ein Zug, den macht Schwarz unfassbar ungern. Ne? Genau. Jawohl. Manuel hat es gesehen. Mario, Magdalene. Mhm, wunderbar. Okay. Jetzt haben wir hier diese Schwächung erzeugt. Wie geht's weiter? Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Opoli schlägt jetzt Läufer C5 vor. Bezieht sich das jetzt auf diese Stellung, nehme ich mal an, ne? Das wäre ein Kandidatenzug, ja. Genau. Denn jetzt haben wir ja viel erreicht. Wir haben durch dieses F7, F6 das Feld E6 geschwächt. Das heißt, unser Läufer kann hier vielleicht auch gleich wirklich mal rein. Noch deckt die Dame dieses Feld und das würde Läufer C5 natürlich hier auch gut verhindern. Die Dame E6 hier nicht mehr gedeckt halten kann, weil der Läufer ja auch hier wirkt. Und wir bereiten vielleicht auch mal diesen Tausch hier vor, wie auch immer. Oder diese nach dem Tausch, ja, wie auch immer. Wir haben tausend Optionen. Ne? Und Hopoli, gibt dir recht, der kam auch in der Partie. Und die Dame geht nach C7. Genau, wenn wir jetzt zu früh den spielen, ja. Wir müssen aufpassen, ob die Dame natürlich nicht hier irgendwann über die weißen Felder eindringt. Noch geht's nicht, weil unser Läufer das hier deckt. Ja? Aber ist natürlich schon andere Ideen. F schlägt E, Läufer F4. Auch eine Idee, mit der Idee auf König F6 jetzt G4 zu spielen. Auch eine Idee. Wahrscheinlich muss Schwarz jetzt hier G5 spielen. Ne? Oh. Und wenn es so stünde,
Jetzt schau mal, Manuel, deine Idee ist natürlich gut gewesen. Ne? Du willst jetzt hier G4, G5 spielen. Aber wenn Schwarz selber G5 spielt, dann tötest du dir selber deinen eigenen Läufer. Ne? Weil der Bauer jetzt hier blockiert ist. Und du gewinnst nichts. Und dann haben wir wieder so geschlossene Strukturen, wo auf einmal dieser Springer dann hier vielleicht irgendwie anfängt, rumzutanzen, wie auch immer. Das wäre eine mittlere Vollkatastrophe. Ja? Deswegen, ja, ist natürlich, wenn es taktisch geht, gut, aber leider geht's nicht. Läufer C5, damit C7. Aber tatsächlich können wir uns überlegen, ob wir auf E5 rausnehmen. Und jetzt müssen wir zwei Varianten berechnen. Wir müssen zum einen überlegen, schlägt die Dame oder schlägt der Bauer? Das sind die zwei Optionen. Lass uns mal anfangen, was passiert, wenn die Dame hier schlägt. Das sollte einfacher sein in Relation. Was passiert auf Dame schlägt E5 und Schwarz? Dann denken wir an unsere Vision am Anfang. Ah, Manuel. Eine gute Idee. Bravo. Sehr gut. Und zwar, wenn die Dame hier tauscht. Ah, Mario hatte die gleiche Idee. Ja. Braucht nur länger zum Schreiben. Die Idee ist, wir tauschen die Dame einfach und können jetzt hier diesen Läufer wegnehmen, den Springer wegnehmen. Jetzt hängt natürlich hier unser Bauer. Das heißt, wir müssen jetzt noch erst C5 spielen. Aber dann ist Läufer C8 nicht zu verhindern. Wir sacken hier alle Bauern ein und gewinnen. Easy going. Hm? Ja, so kann es gehen. Ja, aber erst C4, C5 nicht vergessen, Magdalene. Und Mario auch. Ja? Und Manuel. Achso, Manuel hat auch C5 nicht gespielt. Haha, erwischt. Ja, aber wenn man es am Brett sieht, man hat ja die Idee gehabt. Ja? Und dann, ich denke mal, in der Partie würde hier jeder dann erst C5 spielen. Ja? Und dann Läufer C8 und dann gewinnen. Natürlich. Ja? Ich glaube, wenn man es in der Partie dann auch nochmal wirklich sieht, wird hier keiner auf die Idee kommen, den Fehler zu machen. Genau, sehr gut, Freunde. Deswegen ist F schlägt E erzwungen. Alles klar. So, und jetzt. Was haben wir denn durch diesen Tausch? Was haben wir da jetzt erreicht? Oder was hat sich jetzt hier massiv geändert im Vergleich dazu, wenn diese beiden Bauern hier noch auf dem Brett wären? E6 blinkt mal so richtig massiv auf, ne? Ah, ja, da kommen schon die ersten Ideen, sehr gut. Nämlich, dass das Feld E6 jetzt hier angeschwächt ist. Was natürlich unserem Läufer hier entgegen. Ja, sehr gut, Leute, sehr, sehr gut. Aber ich muss euch natürlich trotzdem wieder tadeln, hilft ja nichts. Sehr gut. Ja, guck mal hier, mein Namensvetter. Haha. Sehr gut. Einige von euch schreiben Läufer E6 und Dame F3. Und der Jürgen schreibt Dame F3 und dann Läufer E6. Das ist eine andere Reihenfolge. Warum ist die Reihenfolge hier nicht unwichtig? Ja? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel erst mit Läufer E6 spielen würden, könnte F6 wieder nerven. Jetzt kann ich diesen Läufer hier nicht auf dieser Diagonale halten. Ich kriege den auch nicht gedeckt. Jetzt müsste ich den zurückziehen. Da hätte ich nichts gewonnen von. Haha, mein Namensvetter. Sehr gut. Ja. Genau, deswegen, ja, sehr gut. Super erkannt, Freunde. Ja? Dame F3. Dame F3. Und jetzt droht Läufer E6 und auf dem Feld F7 reinzugehen. Sauber. So,
Alter, geschwächt. Und dann dringen wir da ein. Schwarz, was soll er machen? Er muss irgendwie versuchen, F7 zu decken. Ja? Und er kann das nur noch mit Dame D8, auf der E6 und Dame E8, um das Feld F7 zu decken. Schwarz ist komplett an Händen und Füßen gefesselt. Und jetzt, Freunde, jetzt wenn wir diese Stellung mal vergleichen mit der Anfangsstellung. Ja? Wir haben ja jetzt hier gerade mal gucken, 12 Züge gespielt. 13, 14. Aber wir hatten ja diese Vision mit unserem Läufer hier am Anfang. Ja, das geht mir aber auch so, Magdalene. Ne? Strategie ist gut und dann kommt die Taktik wieder, ja, und da bin ich immer ganz raus. Deswegen. So, wir hatten ja die Vision, dass wir unseren Läufer E6 hier quasi ohne Gegenspieler auf dem ganzen Brett dominant ausstrahlen. Ne? Und das macht er jetzt. Er steht hier und ist unvertreibbar und so fort. Und jetzt ist die Dame auch noch passiv, ja? Und die Figuren sind ja auch noch passiv. Ne? Und absolut, ihr habt völlig recht. Jetzt können wir uns hier an den E5 auch noch ranmachen, indem wir Läufer D6 spielen. Sehr gut gesehen, Freunde. Ja, und wie soll ich den entdecken? Geht gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr denken. Unsere Strategie hat sich quasi ausbezahlt, ja? Und 15 Züge gemacht. Das ist nun mal bei Strategie so, dass das Ziel nicht in 2-3 Zügen, so wie bei Taktikaufgaben, erreicht wird. Und dass man eben auch ein bisschen Geduld mitbringt, ne? Den Gegner Stück für Stück zurückdrängt, Schwächen kreiert, Felder schwächen, ne? Und die dann nach und nach ausnutzt. Und ja, nach Läufer D6 ist der Bau E5 weg und damit im Grunde auch die Partie. Ne? So kann man das kurz zusammenfassen. Schwarz versuchte König H7. Alles klar. So, jetzt ihr, Freunde. Ja, wir hätten Läufer E5 natürlich als Kandidatenzug. Ne? Klar. Wir hätten Dame F6 als Kandidatenzug. Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, ob ich euch mit Strategie so eingelullt habe. Ja, wir könnten jetzt Dame F7 spielen, die Dame hier tauschen, ja, und dann mit dem Läufer einfach wieder nach dem Tausch wieder zurückgehen, ne, und dann den tauschen und so weiter. Würde absolut auch gehen. Überhaupt keine Frage. Ja, absolut richtig, Bernd. Akuna, ja, genau. Ja, einfach nur einen Bauern gewinnen, ne? Ist auch gut genug und gar kein Problem. Akuna hat noch die Idee, Läufer F7. Das hat die Idee, danach denn die Dame nach F6 zu spielen. Ja? Die Dame muss ja hier irgendwo auf die D-Linie. Dann können wir hier auf den Springer entfernen und damit den G6 hier gewinnen. Ja, und dann vielleicht sogar noch mit Mattdrohungen oder so. Man kann theoretisch irgendwann nochmal H5 einfliegen. Absolut. Ja, den König noch weiter öffnen und so weiter. Wahrscheinlich ist es hier gar nicht mehr nötig, aber kann man theoretisch auch noch machen. Und all diese Varianten sind absolut spielbar und auch gut und Riesenvorteil für Weiß. Ich kann euch mal sagen, in der Partie folgte Dame F6. Läufer E5 ist natürlich auch hier ein spielbarer Zug, ja, und so weiter. Was ich sehr, sehr lustig fand, ist, dass der Computer hier nochmal einen ganz anderen Zug vorgeschlagen hat. Und daran sieht man, wir sind jetzt als Laienspieler natürlich auf diese Strategie festgefahren und wir würden auch unseren Weg jetzt weitermachen und auch gewinnen. Ist ja überhaupt keine Frage. Ne? Und auch lieber langsam, aber sicher gewinnen, als irgendwie wild spielen und dann nochmal irgendwie verlieren oder so. Ne? Und trotzdem, aber die Computer, die rechnen natürlich einfach, ja, und dann ist gut. Der Computer hat hier noch eine brutale Lösung gefunden, die ich auch nicht gesehen hatte.
aber die dann wieder extrem viel mit Rechnen zu tun hat und deswegen ist sie unmenschlich. Und zwar will der Computer Laufer D7 spielen. Auch hier, ja, die Dame wird abgelenkt von F7. Zeig mal die Variante, deswegen da müssen wir uns keinen großen Kopf drüber machen. Jetzt ein Schach. Geht der König nach H8, ja, schlagen wir den mit Schach. Und dann haben wir hier auf E5 auch noch, und so weiter. Alles gut. Sieht der Läufer dazwischen. Haben wir Läufer E5. Jetzt droht dieses Matt. Aber jetzt kommt hier ein Schach. Und nach König D2 hat Schwarz kein Schach mehr. Er muss jetzt irgendwie die Figur zurückgeben, um den G7 zu decken. Jetzt deckt die Dame den Läufer. Und jetzt haben wir einen kleinen Zwischenzug, nämlich Dame B7, weil der Läufer gefesselt ist. Schwarz hat keinen Schach. Der muss auch die Dame, muss alles ja den G7 gedeckt halten. Schwarz muss sich in welcher Farbe und Form auch immer irgendwie erstmal entfesseln. Aber jetzt können wir hier auf G7 abtauschen. Und weil der B7 fällt, gibt es den Durchbruch B5 und der Bauer ist durch und Weiß gewinnt. Für einen Computer, ne, 0,3 Sekunden, wenn überhaupt, easy going. Ne? Und für uns Menschen unvorstellbar, würden wir nie dran denken, ja, uns auf solche Taktiken auch noch einzulassen. Also vielleicht als GM oder als Super GM vielleicht, ja, will ich nicht ausschließen. Aber wir Hobbyspieler, ich glaube, das ist natürlich wir spielen lieber Läufer E5 und Dame F6 und machen mal ruhig und gewinnen schön langsam und gemütlich. Ne? alles klar, Freunde. In der Partie kam Dame F6. Okay. Jetzt kam Springer G8. Greift die Dame an. Und hier greift den Läufer an und so weiter. Das hatten wir ja aber alles berechnet, glaube ich, oder? Was kommt darauf? Ja, wir haben ja nicht viele, ne? Der Läufer hängt. Wir könnten Dame E5 spielen. Ja. Was könnten wir noch machen? War jetzt nur ein kleiner Exkurs, ne? Ist mir klar. So. Den haben wir. Den Zug haben wir bei Dame F6 doch berechnet, oder haben wir den einfach nur gespielt, weil er schön aussah? Freunde. Züge zu spielen, die schön aussehen, aber man muss ja auch immer so ein, zwei Halbzüge des Gegners zumindest noch mal irgendwie anrechnen. Wie kann es dann jetzt hier weitergehen? Ja, genau. Jürgen sagt, wir können beide retten, indem wir den Läufer auf G8 schlagen. Man muss der König schlagen, dann könnten wir hier auf F8 schlagen, die Dame muss schlagen und dadurch ist der G6 ungedeckt. Wir würden mindestens mal einen Bauern gewinnen. Und alles ist gut. Wir könnten Läufer G8 spielen und danach Läufer E5. Um hier irgendwie zu gucken, ob hier irgendwas geht. Ja? Ja, wir haben verschiedene Ideen. Ne? Ein Bauer wird so oder so fallen, trotzdem. Genau. Und in der Partie hat sich der Weiße tatsächlich für Läufer G8 entschieden. Und auf König schlecht G8. Jetzt Läufer schlägt E5. Und jetzt sehen wir einfach, weil ja diese Batterie auf dieser langen Diagonale ist, hat Schwarz eben keine Zeit, auf B4 zu schlagen. Ja? Das ist natürlich taktisch einfach zu sehen, kein Problem. Aber ich wollte diese Gelegenheit nochmal kurz nutzen und nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist und selbst wenn wir vorher gar nicht dran gedacht haben. Ja? Aber wir schauen mal, der Gegner hat ja einen schwarzfeldrigen Läufer. Und dann macht es natürlich grundsätzlich Sinn, unseren König auf Weiß stehen zu haben, nur um den potenziellen Fall der Fälle direkt von vornherein auszuschließen, dass irgendwo mal irgendwas mit Schach kommt oder wie auch immer. Ne? Irgendwelche Taktiken, dass das eben alles ohne Schach ist. Ne? Das ist auch wieder so ein kleiner Puzzlestein auf dem Weg zu diesen langfristigen strategischen Erfolgen dann. Okay, hier in der Partie folgte jetzt H5. Und
Ja, was spielt ihr jetzt mit Weiß? Jetzt haben wir hier noch zwei Stellen, die noch interessant sind. Wir haben, das müssen wir natürlich ein bisschen dabei sagen, wir haben natürlich jetzt unseren Läufer abgegeben. Ja? Wir haben jetzt diese Optionen hier auf diese ganzen Bauern zu schlagen nicht mehr. Ja? Okay? Aber wir haben einen Bauern gewonnen. Das heißt, wir haben das Läuferpaar abgegeben gegen einen anderen Vorteil, nämlich diesen Bauern. Dazu kommt jetzt natürlich, dass dieser König von G8 von Schwarz unfassbar schlecht steht. Ja, wegen dieser Batterie, wegen Drohungen in alle Richtungen und Formen und Farben. Ja, da kann ja alles Mögliche drohen. Das heißt, hier haben wir das Läuferpaar jetzt eben gegen den Vorteil von Material und schlechten König eingetauscht. Ja, Magdalene? Also man muss natürlich auch ein bisschen flexibel bleiben. Man braucht nicht zwingend mit Gewalt auf diesem Plan spielen. Man hat eben auch Alternativen, wenn es sich irgendwie so ergibt. Ne? Thomas, sei gegrüßt. Ja, Manuel, natürlich, warum nicht? Schwarz kann ja sowieso fast nichts machen. Jetzt spielen wir trotzdem erstmal C5. Absolut, natürlich. Ja, wir nehmen jede Form von Hebel aus der Stellung raus. Wir machen vor allem, dass der Läufer hier nicht aktiv werden kann. Wir könnten gegebenenfalls vielleicht mal irgendwann mit Urlaub abgesagt, gibt's doch nicht. Thomas, ich hoffe nicht wegen Krankheit, du. Den König decken wir, den Bauern decken wir natürlich noch einmal. Aber so grundsätzlich ist Läufer D6 vielleicht eine Idee. Ja, müssen wir tauschen und wenn der schlägt, dann würden wir mit dem C-Bauern schlagen, dann hätten wir hier einen schönen Freibauern. Klar. Ne? Den E4 wollen wir nicht abgeben. Das ist klar. Schwarz, man muss aber auch sehen, aus schwarzer Sicht, was spielt Schwarz hier überhaupt noch? Ja? Man kommt ja hier immer mehr in Zugzwangmotive. Und das ist ja immer die Kehrseite der Medaille. Dieses Bauen ins Spiel. Genau, wir können es ja mal eben einmal ganz kurz angucken. Ja? Da haben wir E7 zum Beispiel. Ja? Das wäre vom Erich so ein Vorschlag, die Dame zu tauschen. Jetzt möchte ich wissen, wenn wir tauschen, wie ist dieses Endspiel einzuschätzen? Wir haben jetzt in Anführungsstrichen gleichfarbige Läufer. Thomas, ich habe die Nachricht noch gelesen. Ich weiß nicht, warum Nightbot jetzt hier wieder rumspinnt. War nichts Böses. Ich habe es gesehen. Ja, waren zeitliche, berufliche Gründe. Alles gut. Ja? Deswegen schön, dass du reinguckst dann, ja, wenn es zeitlich schon eng ist, ne? Hier nochmal reinzugucken. Vielen Dank. Wir haben gleichfarbige Läufer, das ist richtig. Jetzt gucken wir nochmal. Wir haben aber unglücklicherweise jetzt alle Bauern, oder fast alle Bauern, auf der Farbe des eigenen Läufers. Das heißt, der Läufer ist nicht gut und wir können beim Gegner überhaupt keinen Bauern mehr angreifen. Schwarz könnte also jetzt den König hier nach E6 stellen und dann mit dem Läufer hier irgendwie so ein bisschen hin und her pendeln. Ja, und dann fragen wir uns mal, wie will Weiß hier Fortschritte machen? Und gebe ich auch deswegen, ja, absolut recht, ihr seht's, achso, muss ich noch einblenden. Ihr seht es auch, dieser. Moment, wo ist die Engine-Bewertung? Da. Auf einmal ist 0-0. Das kann ganz schnell gehen, Freunde. Ja? Weil wir einfach den falschen Läufer haben. Aber wir haben einen unglaublich schlechten Läufer. Hm? Das wollen wir natürlich vermeiden. Hm? Und deswegen, das nehmen wir wieder raus und die machen wir aus. Deswegen ist Damentausch natürlich hier keine Option. Nein, Damentausch war nicht. Ich würde dann lieber hier den Bauern mitnehmen oder sowas. Ja? Und weitere Bauern hier einsammeln, irgendwie mit Schach oder sonst irgendwie. Ja? Und dann hätte ich 2 bis 3 Bauern mehr. Und dann sähe die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja? Aber Erich hat recht. Dieser Damentausch
wäre vielleicht nochmal eine Hoffnung für Schwarz gewesen. Ne? Aber geht natürlich nicht wegen Dame G6. Okay, aber ich kann die Dame nicht ziehen, weil die ja hier den G6 gedeckt halten muss. Ich kann nicht nach F7 gehen, weil dann auf H8 matt wäre und mein Fluchtfeld versperrt ist. Das ist natürlich unangenehm. Das heißt, ich kann mit der Dame überhaupt nicht ziehen. Ich kann mit dem König quasi nicht ziehen. Ich kann hier keinen Bauernzug machen. Ich kann den Läufer ja nicht hier hinziehen, wegen G7. Wir haben hier einen absoluten, kompletten, totalen Zugzwang. Oder habt ihr noch irgendwelche Zugvorschläge, die für Schwarz irgendwie überhaupt spielbar sind? Also gute Züge. Der einzige Zug, der sonst verbleiben würde, wäre Läufer H6, der auch in der Partie kam. Genau, Mario. Mhm. So, und jetzt habe ich mir aber nach Läufer H6, jetzt können wir auf ganz einfache, übertrieben, ne? Aber auf klinische Art und Weise die Partie beenden. Manuel, rechne mal weiter, Manuel. Manuel schreibt nämlich, wir könnten jetzt hier mit Schach und den Läufer gewinnen. Ups. Ja, hier, zack. Und dann hier den Läufer gewinnen. Mit meiner Maus schon wieder. Bitte weiterrechnen. Bitte weiterrechnen. Ja. Wir müssen aufpassen, dass hier unser Läufer nicht auch hängt. Ja, und auf einmal dann hier schon mit der Maus wieder. Verdammt. Ich glaube, meine Maus macht gleich Feierabend. ja, das auf einmal dann offener König, Dauerschach und ja, eine super aktive Dame. Wollen wir das? Wollen wir das, Freunde? Jetzt guckt mal genau rein. Jetzt ist es wichtig, dass wir mal eine jetzt bei diesen Abwicklungen muss man eben konkret rechnen. Ja, geht nicht anders. Wir haben mit der Strategie super viel erreicht. Wir haben den Bauern gewonnen, wir haben die Zugzwangstellung quasi erreicht. Und jetzt müssen wir nur noch durch eine konkrete Abwicklung einfach zusehen, dass wir hier auch wirklich gewinnen und nicht nur irgendwie ins Remis verderben. Thomas, Dame H8 und Dame H7. Dann kommt auch König E6. Ja? Und dann Läufer D6, ja. Dann kann Schwarz aber immerhin seinen Läufer auch nochmal wegziehen. Ah, nach Läufer D6. So. Ja. Bestimmt auch noch gut für Weiß. Aber es geht viel, viel einfacher. Geht viel, viel einfacher. Freunde, jetzt. Und das ist diese Umwandlung quasi, ja. Da tun sich immer viele Leute schwer mit und ich mich auch, ist ja nun mal so, weil es jetzt irgendwie konkret ist. Jetzt ist es Rechnen und jetzt ist konkrete Variantenberechnung angesagt. Auch wenn es nur 2-3 Züge sind. Aber jetzt kann man es konkret ausrechnen. Ja, ich müsste die Bauern mit dem König angreifen, das stimmt, aber. Komm, Freunde, was ist los? Alle schon eingeschlafen? So, erstmal rumfronten. König F3 wäre eine Option. Ja, dann müssen wir aber Läufer D2 berücksichtigen. Nein, König F3 ist es nicht. Jürgen, darf ich dich mal eben kurz fragen, welche DBZ du hast? Weil ich weiß nur, ich habe nicht viele Namensvetter. Ich heiße ja auch Jürgen Bock. Es gibt einen, der auch Turniere spielt und irgendwie so um die 1600 irgendwie sowas hat. 1676, genau. Ist dir jetzt schon mal passiert, dass du irgendwie Auswertungen eingereicht hast? Und oder irgendwie Auswertungen bekommen hast, obwohl du gar nicht gespielt hast.
Also ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass bei meiner DBZ mal so 40 Punkte abgezogen wurden, weil wir vertauscht wurden. Wir sind mittlerweile wieder drauf. Ja, ich bin wieder bei meinen 2,199 oder irgendwie sowas. Ja, aber ich war zwischendurch mal auf 2,160, ohne dass ich wusste, warum. Deswegen, ich hoffe mal, dass nicht allzu viele Missverständnisse da auftauchen. Und wenn du auch bald 2-1 hast, weil du hier fleißig mittrainierst, dann wird es bestimmt noch spannender. So, der Manuel hat eine Variante. Ja, Thomas, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Wir gehen ja den Weg der kleinen Schritte. Ne? Guck mal, Magdalene ist jetzt bei 1600 angekommen und ist stark auf dem Weg Richtung 17 oder plus. Ne? Schach ist eben ein Spiel von Erfahrungen und so weiter. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ne? So ist das einfach. Unglücklicherweise während des Marathons, ja, während des Lernprozesses, vergessen wir auch schon immer wieder die Hälfte oder so. Das kommt da erschwerend hinzu. Um 16:01, Manuel, ja, sehr gut. Dafür siehst du auch sehr, sehr viel. Bravo. Aber hat noch keiner hier die konkrete, Freunde, was los? Sagt, das wäre eine Sache von Sekunden. Und wenn selbst Carsten das nicht findet. Bin ich aber beunruhigt. Ah ne, beunruhigt habe ich ja hier den hier. Achtung. Ich bin zutiefst besorgt über das, was hier geschieht. Wollt man den hören? Ich glaube, 9 war der richtige, ne? Ja. Ja, aber Jürgen, wir wollen konkrete Varianten haben, nicht einzelne Züge. Wir wollen eine konkrete 2-3-4-zügige Abwicklung, eine Kombination, wo danach alles total klar ist. Wo wirklich jedermann sagt, jo, easy gewonnen. Und das mit G4, H5 und so habe ich alles. Nee. Viel zu kompliziert. Geht viel einfacher. Und was ist los? Ich glaube, wir haben alle den Hungerast gerade. Ja? Mittagessen steht gleich auf dem Tisch, schätze ich mal. Diese eine Kombination noch und dann sind wir fertig für heute, Freunde. Jetzt nochmal die letzten Körner zusammennehmen. Ich dachte, das wäre trivial einfach. Aber, wisst ihr, so kann man Sachen falsch einschätzen. Und dann, auf 14, okay, Magdalene, aber verbessert. Okay, auf 1500, ja, schön. Wisst ihr, das geht in die richtige Richtung. Immer dranbleiben, spielen, üben. Das wird. Zugzwang, König E1. Hatte ich auch überlegt, aber dann kommt wieder, also Läufer F8, diesen Pendel hat schwarz. Leider. Ansonsten wäre so ein Zugzwang, so König einfach mal ziehen oder so, ne? Das wäre ziemlich cool, ja, das stimmt. Okay, der ist es aber auch nicht. Freunde, was ist los? 1, 2, 3 Züge. Eieieiei. Ja, aber Amoroso, nicht nur einen Zug sagen. Wie geht's dann weiter? Was spielt Schwarz dann? Und was spielst du dann? Und was spielt Schwarz dann? Und was spielst du dann? Ja? Eine Variante. Jetzt müssen wir den Vorteil, den entscheidenden Vorteil, den wir hier haben, ja, mit plus 19 oder keine Ahnung, was wir hier haben, in konkrete Variante umsetzen. Und das eine, ich dachte, vermeintlich super, super leichte. Weil es nur eine 2-3-zügige Kombination ist. Dass hier gar keiner drauf kommt. Guck den Chat nochmal durch, vielleicht habe ich es übersehen und ich tue euch Unrecht. Ja, Magdalene, was sagt dein Mann? Hat er eine Idee? Wo sind denn hier die Cracks? Carsten,
Manuel Hopoli. Ja, dann geht der König wieder zurück. Und dann haben wir eine Zugwiederholung, Amoroso. Dame H8 und dann Dame F6. Hätten wir ein Remis, das geht. Mario, du Experte. Nein! Freunde, das gibt's doch nicht. Muss ich jetzt hier noch ein Preisausschreiben rausmachen? Das gibt's doch nicht. Nee, Hopoli auch nicht. Ja, holt mal fast Telefonjoker hier ran. Gibt's doch nicht. Freunde. Jürgen sagt auch schon nichts mehr. Thomas, was ist los? Bernd, hau einen raus, jetzt kannst du glänzen. Manuel. So, Micha ist dabei. Micha, sei gegrüßt. Jetzt Weiß am Zug kann seinen entscheidenden Vorteil hier wirklich, ich dachte, wäre relativ banal, mit einer 2-3 zügigen Kombination beenden, quasi die Partie beenden. Und da kommt keiner drauf. Ja, Damentausch könnten wir natürlich, aber was? Und dann, da haben wir ja nichts von, ne? Ne, da haben wir nichts von. Dann haben wir ja dieses Remis entspielt. Das wollen wir nicht. Ja, Freunde. Unsere Hoffnungen liegen bei Micha. Gibt's doch nicht. Also ich kann. Soll ich ein... Ah, der Doktor ist da. Jetzt aber. Ich gebe mal einen kleinen Spoiler. Ist, die Konvention fängt mit der Dame an. Hakuna. Jetzt. Ja. Jetzt. Haben wir aber genug gespoilert. Wir müssen nur visualisieren. Wir waren ja schon so kurz davor und dann haben wir wieder abgebrochen. Die Visualisierung. Aber diesen einen Schritt, diesen einen Halbzug, den müssen wir noch sehen, damit wir die Kombination auch sicher spielen können. Also bei Beginn der Kombination. Sonst wäre es ja nur Glücksspiel und Glücksraten. Das machen wir nicht. Wir sind ja Strategen. Aber dieser eine Halbzug, der am Ende eurer Kombination teilweise, nicht bei allen, ne, fehlte. Du hast mir eine Antwort geschickt, sehe ich nicht. Wo hast du mir eine Antwort geschickt? Hier auf Leashless ist keine Nachricht gekommen und hier im Chat ist auch keine Nachricht. Freunde, gibt's doch nicht. Komm, eine Minute noch. Da sagen wir bis 25. 13.25 Uhr. Dann haben auch die Zuschauer zu Hause, wenn sie das Video nachher nochmal gucken, jetzt noch einen kurzen Moment Zeit, um mal reinzugucken und das zu finden. Ansonsten sage ich es. Wobei, ich glaube, die Aufzeichnungen von diesen Livestreams wird echt wenig, also verhältnismäßig wenig geguckt, oder? Guckt ihr noch ab und zu mal rein? Vielleicht bei besonders spannenden Momenten oder so, ne? Das mag natürlich sein. So, letzte Minute, Freunde. Weiß hat einen Freibauern auf E4. Ja, aber was mache ich mit dem Freibauern? Wie nutze ich den oder was mache ich da? Wir haben ja gesehen, nur der Damentausch alleine, dass die Läufer auf dem Brett bleiben, würde zum Remis führen. Ja? Haben wir ja gesehen. Dann nutzt uns der Freibauer auch nichts, weil die Bauern so blöde stehen. Oh, damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das Einfache jetzt so schwer ist. Nein, Amoroso? Nein? Manuel? Nein?
Oh, Zeit ist um. Aber ich habe doch hier einen Song. Warte, wo ist der Song? Hier. Wie kann man nur so scheiße spielen? Nee. War der falsche. Stopp! War der falsche. Wo ist der Song denn hier? Da ist er. Ach, den habe ich rausgenommen. Da! Ich wollte es gerade verraten. Da kommt die Lösung. Jawohl! Jürgen, ich hoffe, du hast das nicht mit dem Computer gemacht, aber das ist sie. Sehr gut, bravo. Und zwar, schau mal, Freunde. Dame H8, erzwungen, brauchen nicht viel rechnen, König F7. So, jetzt schlagen wir den Läufer, der hängt doch einfach. Und jetzt habt ihr gesagt, ja, die Dame, jetzt hängt der Unterläufer auch. Und das ist der Moment, wo man visualisieren muss, dass man nicht zu früh aufhören darf mit Rechnen. Denn wir spielen Dame F4, weil es jetzt mit Schach ist, ja, und den Damentausch erzwingt. Und dann haben wir Läufer und Dame getauscht und wir haben mit dem Freibauen auf E4 ein super primitiv einfach gewonnenes Bauernendspiel. Ja? Diesen einen Halbschritt, Dame F4, den hätten wir noch gehen sollen. Und das ist doch wirklich einfach. Also ist jetzt auch kein schweres, kompliziertes Bauernendspiel. Das ist ja trivial einfach. Ja? Und wenn man das sieht, kann man sofort spielen. Ja? Zack, zack, fertig. Aber bevor ich hier wieder rumschimpfe, für wen von euch, ich meine, ist jetzt keine Kritik oder so, aber für wen von euch wäre das jetzt gar nicht mal so trivial? Naja, für wen wäre dieses Bauernendspiel jetzt gar nicht mal so trivial? Einfach. Wie gesagt, ist keine Kritik oder so, nur einfach mal eben eine Rückmeldung, dass ich, vielleicht können wir nochmal irgendwie an einem einfachen Bauernendspiel am Dienstag vielleicht mal so eine Art Trainingslager Bauernendspiele machen oder sowas, ja? Ja, Ambroso, danke für die Ehrlichkeit natürlich, Erich, ja, danke. Magdalena auch schwer? Oh, doch für einige noch schwer, okay. Eieieiei, siehst du, dann habe ich euch wieder überfordert, ja, dann entschuldige ich mich natürlich. Ja? Wir schauen uns das mal an. Also grundsätzlich, wenn er hier schlägt, dann haben wir hier einen direkten Freibauern. Und wenn der König rankommt, so, jetzt haben wir hier diesen einen Mehrbauern. Wir gucken uns das einfach nochmal eben in Ruhe an. Ja? Freunde, die Zeit nehmen wir uns nochmal eben. Wir decken den natürlich den Bauern. Wir haben die Opposition. Wir haben jetzt hier vor allem, alle Bauern sind festgelegt. Schwarz hat keine Reservetempi, keine Bauerntempi mehr. Er muss also mit dem König ziehen. Ja? Er hat hier also nur diese zwei Felder. Wo auch immer. Meistens geht man zurück, weil wenn der König zurückgeht, der Schwarze, dann kommt unser König nach vorne. Klar, wieder eine Reihe gewonnen. Der König macht Option, eine Opposition. Ja, ist ärgerlich, Thomas, da stimmt. E5, wir pushen den Bauern. Der König hat nur ein Feld. Und jetzt haben wir hier dieses Feld E5. Mann, was ist denn mit der scheiß Maus? Dass wir mit unserem König hier rankommen. Wir geben zwar den E5 ab, bekommen aber den und jetzt auch den. Ne? H5. Und dann ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sehen, dass unser Bauer sehr, sehr schnell durch ist. Das heißt, unser König wird immer aktiver werden. Ja? Mit jedem Zug, der König von Schwarz wird zurückgedrängt, weil er wegen Zugzwang einfach keine Bauernzüge hat. Er muss zurück. Ja? Und selbst wenn er jetzt hier nach F6 ginge, wie kann auch, wir gehen nach vorne. Ja? Und er kann ja auch dieses Feld hier nicht kontrolliert halten. Genau. Und, ja, und dann haben wir wieder eine ganz trivial einfache Faustregel für Bauernendspiele. König nach vorne, König nach vorne, König nach vorne. Ja? Und der wird dann irgendwann über Zugzwang oder sonst wie die entsprechend die Bauern gewinnen. Ja, und dann haben wir eben entsprechend Freibauern. Ich hoffe, dieses Bauernendspiel ist jetzt etwas klarer geworden. Ja? Wenn man mal 2 Minuten in Ruhe drauf guckt, dass das klarer wird. Ja? Und wenn man sich das klar macht, dann denkt man, die meisten von euch verstehen es auch.
Aber weil man natürlich so selten Bauen in Spiele übt und macht und tut, ist natürlich noch nicht ganz so gefestigt, das Wissen. Ne? Und deswegen, ne? Und wenn jetzt hier zum Beispiel auf E5 dahin. Wir können ja auch den König jetzt hier in der Nähe von den Bauern lassen. Ja? Überhaupt keine Frage. Aber dann rennen wir mit den Bauern einfach durch, lenken den König jetzt hier ab. Der muss ja jetzt hier irgendwann, und dann fällt auch dieser Bauer. Ja? Deswegen habe ich gedacht, dieses Bauern-Endspiel wäre von Haus aus trivial nach Dame F4. Ja, entschuldigt. Ein Fehler. Ja, und wir können noch mal einmal ganz kurz gucken, wenn hier die Dame getauscht würde. Ja, erstmal mit dem König vor. Ja, der König kommt jetzt auch nicht groß ran. Wir können also noch eine Reihe nach vorne gehen. Und schau mal, ist schon ne, plus 10 ohne Ende. Irgendwann, wir suchen uns das jetzt hier aus, wie wir gleich die Bauern pushen. Wir müssten natürlich jetzt einmal tatsächlich trivial aufpassen, dass wir jetzt hier nicht anfangen, E5 zu spielen, weil dann König F5 und dann kommen wir auch hier nicht so richtig weiter. Naja, wir kommen schon weiter. Jetzt muss der König wieder zurück. Ja, dieses Wettrennen wäre zu langsam, weil unser Bauer so schnell ist. Und dann pushen wir den nächsten. Unser König wird immer aktiver. Wir aber haben den Bauern, der den auffällt. Ja, im Zweifelsfall holen wir uns den auch noch ab. Also ihr seht, es ist vermeintlich einfach. Ja. Ja, das mag sein, Carsten, dass die Engine natürlich hier ganz andere Vorschläge macht. Aber diese Abwicklung hier, ich mach noch mal eben hier, diese Abwicklung, die ist doch jetzt hier dieses Dame H8, Dame H6, Dame F4. Die ist doch für einen Menschen, selbst wenn wir in Anführungsstrichen nur 15, 1700 haben, die ist für einen Menschen doch viel einfacher zu bewerten. Also die Langfristigkeit dieses Vorteils ist hier viel einfacher zu bewerten als irgendwelchen Varianten, wo man mit Läufer D6 und hier abschneiden und wo es noch 10, 15 Züge vielleicht länger dauert oder wo man als Mensch dann immer noch hoffentlich ist kein Dauerschach oder irgendwie ein Konter, den ich übersehe. Nach Dame F4 gibt es keinen Konter mehr. Und deswegen ist der aus menschlicher Sicht, aus meiner Sicht, viel, viel einfacher und ja, deswegen aber du hast natürlich am Ende Hauptsache man gewinnt, das ist keine Frage. Ne? Aber ich hätte das als super trivial eingeschätzt. Und als Mensch, ne? das verstehen wir als Menschen, das haben wir doch auch als dieses Bauernendspiel, das, wenn man einmal Bauernendspiele gemacht hat, in welcher Form auch immer, wie Schwarz hier tauscht. Ja, absolut, Carsten, das ist mit der Subjektivität, was einfach ist und so, da gebe ich dir natürlich recht. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, dass man die Stellung, dieses Bauernendspiel, 99% gewinnt, während man, wenn man die Figuren auf dem Brett lässt, ja, wie oft ist da schnell mal ein Einsteller bei? Das kennen wir alle. Nichtsdestotrotz, hast du natürlich recht, am Ende gewinnt wahrscheinlich vieles, aber das empfand ich ja als super einfach. Deswegen, auch aus menschlicher Sicht, jetzt, hier brauche ich keine 30-zügigen Kombinationen mehr berechnen, hier spule ich einfach mein Endspiel ab. Ja, Freunde, okay, das war's für heute. Ich denke, wir haben eine schöne Partie gesehen, mit H4 eingeleitet, ja, unseren Läufer hier aktiviert und dann haben wir gesehen, dass Weiß Stück für Stück nach vorne kam und mit eurer überlegenen Strategie dann in dieses gewonnene Bauen ins Spiel abwickeln konnte. Jetzt müssen wir nur noch Bauen ins Spiel üben. Alles klar, Freunde. Ich sag besten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, schönen Fußball, was auch immer ihr machen mögt. Ich mache noch hier mein Lied noch eben schnell. Achtung. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen und mitnehmen. Ja? Danke fürs Mitmachen am Chat.
Und davon lebt natürlich auch so ein Livestream immer, ne? Ist ja klar. Und dann denke ich mal, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht zu meinen Partien auf meinem YouTube-Kanal wieder und ansonsten einfach Fragen stellen oder wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann mache ich jetzt noch den Bildschirm drüber und sage ich, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ja? Macht's gut, Freunde. Nee, Bernd, der HSV und Aufsteigen. Ich glaube nicht, du.